CPU auf Max und deine Grafikkarte soll brennen. Energiesparmodus Watt. Meine Steckdose soll verbrennen. Wir sind Gamer den ganzen Tag. Egal wohin ich gehe, ich hab's gesagt. Die Gamer regeln gehen. Dali, 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 dali. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks.
Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. All right, let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. So, hallo und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ich weiß, auf diesem Kanal wird es ein bisschen später kommen. Für euch alle auch ein bisschen zu spät. Eigentlich hatten wir dieses Spiel gleich zum Release zu Hause. Aber die Zeit war jetzt einfach nicht da, das so rauszuhauen. Also gestehen kann ich gleich, dass wir das schon angefangen hatten zu spielen. Und ja. Entschuldigung, dass ich mich auch jetzt erst so spät melde, aber ich wollte das nicht über die Story quatschen. Ich hatte das nämlich schon mal gesehen, dass das doch sehr storylastig ist und deswegen ist es ab und zu dann doch, dass mal nichts gesagt würde, um dann, ja, siehst du, genau, ja, um dann euch auch die Story. That's a start. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. But we sure can't go back there to collect it anytime soon. Hey, I think I see something up the path. So, da war es schon wieder. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen dazu, warum, wieso, und da war schon wieder die Story. Also versuche ich irgendwie über die Dauer mal zu gucken, ob ich einen gesunden Mix finde, dass ich nicht alles überrede und überquatsche, dass man genug von der Story mitbekommt. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Na, dann folgen wir jetzt mal. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business.
I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Ah, jetzt kann ich mit Micah reden, guck mal. Bist du dir sicher? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house. You speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. I'm a good boy. Right. Okay, also geht es jetzt, glaube ich, irgendwie darum. Halt doch mal jetzt in den Mund, bitte. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay, irgendwie geht es um das Haus da. Nahrung oder irgendwas rausholen. Hitch up here. So, erstmal ein Pferd angebunden, dass es nicht weg kann. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Boah, komm, wie hoch der Schnee ist. Ist gleich Frost hier alles. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Okay, wir müssen uns dann also verstecken. So, irgendwie hier rein? Shelter on the left. So. So, begib dich zu, um in Deckung zu gehen. So, warte mal. Ah, also kann man rüber gucken. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. Wo ist denn Micah? Da hinten? Arthur, Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some... There's a body in the wagon. I hear you. Just eine Leiche im Wagen. I think you should go alte now, MB. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Waffe an. Now, friend.
I ain't asking for much. Please. I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn Dutch Vanderlyn, you morons! Combe is gonna shit his pants. Put your hands up. Okay, so geht es. Alles klar, dann haben die den Feuer eröffnet. Ich wollte eigentlich. Was sind das hier? Ach, das ist Mika. Okay. Nachladen. Ach ja, stimmt, das war ja hier ein bisschen anders als andere Shooter. Hier müsst ihr immer drauf achten. Dass du zweimal drückst, der muss ja den Hahn ausspannen. So. Den haben wir. Den haben wir nicht. Der lebt noch. Jetzt? Oh. Da rennt er. Den hol ich mir, mein Freund. Alles klar. So. Hast du mir ein bisschen zu spät gesagt, lass sie laufen, dann wird keiner draußen überleben, ist zu kalt. So können wir das jetzt hier irgendwie. Achso, muss man erst durchsuchen, gut. Upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Also, er möchte Essen, Medizin und Whisky haben. Also alles soll man mitnehmen zumindest. O'Driscoll's. I don't believe it. Das nehmen wir doch mit. Maybe they're hiding up here too. There's a big prize. Nehmen. Nearly as big as the one on yours. Wanting Combe dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh nee, jetzt muss ich. Dein Kerngesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist sehr leer. Solange er leer ist, verspürst du negative Effekte. Achso. Achso, um die Tasche zu öffnen. Genau, war schon richtig. Und jetzt irgendwas essen. Was ist denn das? Dosenmais? Bohnen oder. Ach, Dosen für sich, ja, die sind geil. Die gönne ich mir doch. So, guck mal. So, Gegenstände haben verschiedene Wirkungen. Halt doch mal die Backen, Mann. Okay, was ist das hier? Oh, 4 Kekse. Ich glaube, ich hatte, als wir das letzte Mal angespielt haben, hier zu Hause schon, hatte geguckt. Ich glaube, Kekse können auch die Pferde essen. Weil du musst nachher auch dein Pferd versorgen. Ich habe auch den Download-Code bekommen für die Vorbestellung und da kommt dann nachher ein Pferd. So ganz durchgeblickt habe ich noch nicht. Weil ich auch nicht weiß, ob es beim ersten Spielstand nur mit bei ist oder ob ich das jedes Mal kriege. So ein Outlaw-Überlebenspaket sollst du ja eigentlich auch bekommen. Angebrochene Arznei. Boah, das ist eine ganze Ecke. Das weiß ich nicht. Nee, kann nur den Schrank schließen. Dann machen wir den wieder zu, ne? Wir sind ja ordentliche Leute. Oh, wenn wir rumrennen wie die Bauern. Was ist das hier? Das ist eine Kiste, eine Flasche. Die hat so geblinkt, deswegen habe ich gefragt. Sogar Blut. Hier, den schließen wir auch wieder. Da kann ja sein, dass doch noch einer von den Humpen zurückkommt. So, aber muss ja hier noch mehr sein. Das war ja nicht alles. Ich kann eigentlich nur mit 3 Dosen hier rausgehen und dafür sind 12 Leute jetzt gestorben. Siehst du. Was stand da? Okay. Oh, untersuchen, okay. Hm. Wo
poor bastard was married to. Ah. Ja, schönes Bild. Jake und was? JD? Wie das ausgesprochen wird, Hochzeit. September und 1896. Also war das damals schon richtig, dass wir in dem Jahrhundert sind. So, das tolle Bild, das stellen wir wieder hin. Was mit Dutch antworten? Hier war da noch was drin. Eine Kiste am Bett hat man früher oft gehabt, ne? $2. Ja, die nehmen wir auch mit. Goldkette mit Anhänger. Schublade durchsuchen. Was auch immer das ist, nehmen wir mit. Oh, Premium-Zigaretten. Na, dann gleich mal eine knistern hier. So. Gönn dir, Dicker. Hm. So. Was? Immer gezogen und schon ist das Ding weg? Siehst du? Achso, hier steht noch was auf dem Tisch. Hätte ich fast übersehen. Oder das. Gesalztes Rindfleisch, okay. So, mehr ist hier nicht. Ne, in diesem Schrank war auch nichts. Jetzt kann ich hier eigentlich nur wieder die Tür raus, okay. So. Wo ist jetzt Dutch? Ein guter Freund. Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Mike, you search the cabin, see what we missed. Sure. Ich muss in die Scheune, okay. Hier mitten in der Kälte rumstrazieren. Achso, dein aktuelles. Ah. Untersuche die Scheune. Nein, nicht, dass er ihn rauskommt. So war das. Scheunentür öffnen, Y. Siehst du, ich sage doch Scheiße. Oh. Oh, kriegt er wieder mit. Was ist los? Jetzt. Und kontern. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here. Ah, genau. Where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. Weiter befragen? What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Okay, dann kriegt er doch noch eine. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. Nee, ja, ich lasse den am Leben, aber. Achso. Verschonen, ne? Denke ich mal. Weil. Ich versuche. Die haben mir gesagt von Rockstar selber, auch in den Trailer und so, dass jede Entscheidung irgendwie Konsequenzen hat. So ganz habe ich das noch nicht mitbekommen, inwiefern das jetzt nun sich äußert. Was war denn da mein Hut, ne? Ja, inwiefern sich das äußert und so. Weil das Kopfgeld kriegst du so oder so schnell. Aber wir werden versuchen, so weit wie es geht, freundlich zu bleiben, ne? So, ich beruhige erstmal das Pferdchen.
Ja, das arme Pferd. So. Und führen. Baue weiter Verbundenheit mit deinem Pferd aus, um sein Vertrauen zu steigern und Werte zu verbessern. Okay. Na, mal gucken, ob das nicht eine Fehlentscheidung war. Alle, komm noch mal mit. Komm. Sieh was. Was? Alter. It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on. Wie ruhig die sind, das fängt an da zu brennen, Leute. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And can't stay here. Ich frage mich jetzt nur, wo die war. Wir waren doch gerade in diesem Haus. Yes. It's okay. Okay. We're bad men. We ain't there. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Oh, warte, ich gerne mal gleich gucken will, wenn ich sobald ich die Kontrolle wieder habe, wie kalt das ist. Man sieht ja irgendwie, wie kalt das ist. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Ruhig, Brauner. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Okay, soweit ich mitbekommen habe, sind die jetzt verfeindet hier. Und mit der anderen Gruppe. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Okay. Oh, endlich geht die Atmosphäre mal dahingehend, dass es ein bisschen wärmer ist. Okay. Das sollte jetzt nicht sein. Ja, muss ich ja wohl. Bringt ja nichts.